Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac. Die Kamera ging schon sehr weit nach unten, hat schon fast meinen Schritt gefilmt. Wir machen jetzt etwas ganz Besonderes. Und zwar habe ich in der letzten Folge gefragt, soll ich mir vielleicht den Keeper und The Lost Air cheaten, weil ich unbedingt jetzt Runs mit denen machen möchte. Aber wir könnten ja versuchen, The Lost jetzt irgendwie freizuschalten im Greed-Mode, denn meine Idee ist es, mit ganz viel Geld ganz viele Trinkets zu kaufen, bis wir das Trinket bekommen, dieses Poster da, womit wir sterben müssen und dann kriegen wir Lost. Das könnten wir versuchen, oder? Deswegen machen wir jetzt mit Isaac den Greed-Mode, weil er den die Six hat und wir müssen jetzt irgendwie Glück haben. Sehr viel Glück. Mal gucken, ob das klappt. Und wir nehmen natürlich den Magic Mushroom mit. Das ist natürlich keine Frage. Und was gibt es hier? Guck mal, hier sind direkt Trinkets. Ah, das Problem ist halt, dass wir jetzt natürlich, mach ich das? Ich brauche halt jetzt ganz viel Geld. Das heißt also, wir werden jetzt auf jeden Fall unser ganzes Geld, wenn es möglich ist, Trinkets zu kaufen, damit verbringen, Trinkets auszugeben, zu kaufen. Fuck, jetzt habe ich mich gerade irgendwie verplappert. So, wir nehmen auf jeden Fall dieses Herzchen hier mit. Hätte ich eigentlich nicht machen dürfen. Hätte ich erstmal, hätte Fahrradkette. Ah, aber ein Schlüssel. Wir machen jetzt erstmal die. Oder ein Schlüssel. Ein Schlüssel geht, glaube ich, oder? Den gönnen wir uns jetzt. Wir hätten das da oben sprengen müssen, in der Hoffnung, dass wir Schlüssel bekommen. Meine Stimme verlässt mich gerade. Und Steam Sale. Leute, das ist ein sehr guter Anfang. Nehme ich auf, ich nehme auf. Okay, Leute, jetzt heißt es Glück haben. Komm schon. Und die sterben direkt. Wie gut ist das denn? Ich wollte erstmal Steven mitnehmen, weil ich dachte, yo, Mann, Magic Mushroom, noch ein Damage-Up, es gibt nichts Besseres. Und dann habe ich den Steam Sale gesehen. Es gibt doch was Besseres. Was ist denn los mit meiner Stimme? Der ist gerade totaler Frosch im Hals, Mann. Holy shit, wo kommt das denn her? Ich habe mir extra vorbereitet. Ich dachte mir, yo, jetzt ist die Stimme perfekt geölt und auf geht's, Mann. Und plötzlich klinge ich ganz kaputt. Aber nein, ich habe jetzt auf jeden Fall ziemlich viel Motivation. Steam Sale. Das Beste wäre jetzt, wenn wir nochmal einen Steam Sale bekommen. Zwei Steam Sales jetzt, Mann. Oh, Junge. Das wäre abgefahren. Okay, da unten sind noch ein paar kleine Spinnis, die zerstören wir mal. Aber nicht zu nah, denn die machen gut Aua. So, kleine Monstrus. Und ein Duke of Fly. Holy shit, Mann. Alles in der Mini-Version. Das ist brutal. Zum Glück muss man nicht nicht getroffen werden für den Devil Deal, sondern bekommt ihn so oder so. Das Ding ist halt nur, wir haben dann kein blaues Herzchen, womit wir uns schützen können, weißt du? Sonst könnten wir alle roten Herzchen ausgeben, weil wir wissen, hey, wir haben da ein paar blaue Herzchen, aber guckt euch mal diesen Raum an. Der ist auch echt eklig und gemein, wenn wir ehrlich sind. Der ist eklig und gemein. Und das ist wieder jetzt die erste Isaac-Folge nach ein paar Tagen Pause. So. Ja, also. Okay. Gut, machen wir jetzt weiter oder nicht? Ich glaube, wir gehen einmal hier rein. Hallöchen, ein schwarzes Herzchen, das ist gut. Das ist sehr gut. Kaufen uns jetzt schon mal ein paar Sachen? Ich glaube schon, ne? Das ist unser, das wollen wir halt, ne? Let's go, Mann, holen wir uns ein paar Trinkets, komm schon. Nein? Nein, leider nicht. Cool wäre es natürlich auch, wenn wir zwei Trinkets tragen könnten. Nein, auch nicht. Komm schon, wenn jetzt das Poster kommt, ne? Dann haben wir natürlich richtig viel Glück gehabt. So, und die Left Hand. Okay, blöd ist es natürlich auch, wenn das Trinket auftaucht und ich kein Geld habe, es zu kaufen. Deswegen müssen wir auch etwas anders spielen. Wenn wir kein Geld haben, um danach noch etwas zu kaufen, dann darf ich nichts kaufen. Versteht ihr? Ich hoffe doch. So, das heißt also, ich muss immer 3 Dollar auf dem Polster haben. Oh, oh, da ist ein Kackhaufen im Weg. So, kümmern wir uns mal um die. Das macht gut Damage. Wir könnten ihn sogar jetzt hier reinlocken, ganz ehrlich. In die Stacheln, aber klappt anscheinend nicht so gut. So. Oh, bloß nicht das Schwert. Okay, da habe ich ihn gerade zu mir genockbackt. Drecksack. Puh. So, wir könnten jetzt noch einmal was kaufen gehen, ja? Das ist gut, das ist gut. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ist mir heute irgendwie, keine Ahnung, ich bin heute aufgestanden und dachte mir, hey, Moment mal. Ich brauche gar nicht hacken. Ich kann ja versuchen, das mir so zu erspielen. Okay. Nur wird der Keeper halt sehr nervig. Da müssten wir 1000 Greed-Modes-Runs machen. Ich glaube, den hole ich mir einfach, Leute, oder? Ich glaube, den hole ich mir, ganz ehrlich. Damit wir coole Runs sehen können und nicht nur irgendwelche Runs, womit wir den Keeper freischalten. Oder für die nächsten 2 Wochen machen wir nur noch Keeper-Runs. Hey, vielleicht geht's auch in einer Woche. Mal gucken. So. Gut, jetzt nur noch den Devil-Deal machen, aber zunächst einmal hole ich mir jetzt was. So, und wir könnten uns jetzt... Oh, Cancer. Oh, ja, ja, das hole ich mir. Bitte nicht... Oh, Gott sei Dank. Okay, gut, weil das ist natürlich... Jetzt habe ich meine eigenen Regeln gebrochen, aber... Cancer nehme ich halt jetzt mit. So, machen wir das noch kaputt. Noch eine Münze, okay. Das hätte uns den Arsch gerettet. Let's go. Ach, das ist sogar ganz simpel.
Ich hoffe, im Devil Deal bekommen wir etwas Schönes, damit wir, nicht Geld ausgeben müssen für Schlüssel, um da reinzukommen oder so, oder für andere Items, sondern alles nur für die Trinkets. Für die Trinkets. Cool wäre auch Moms Box. Dieses Space-Item, das dir immer wieder ein paar kleine Space-Items rausholt, rausdroppt. Test, test, ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu leise. Test, test, test. So. Ist mir gerade aufgefallen, das Mischpult ist nur gerade weiter weg. So. Und auf. Wieder. Komm schon. Meine Güte. So, na endlich. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hole mir dieses Flugdingsbums. Oder ich reroll beides, aber fliegen ist schon von Vorteil. Fliegen hole ich mir und ich reroll einmal. Das ist natürlich ein Gabi-Item, also das andere gewesen. Und das hier ist total unnötig, deswegen lassen wir es liegen. Aber fliegen, doch, 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 denn jetzt können wir zum Beispiel auch hier hin. Und uns die Kiste holen, die jetzt eine rote ist. Upsi. Hätte ich vielleicht die Left Hand erstmal ablegen sollen. Ne, Moment mal, ich hab, ist ja schon zu spät alles. Alles zu spät. Alles zu spät, hier könnte noch Geld drin sein. Okay. Noch ein halbes Herzchen, ja, das brauche ich nicht. Noch mehr Geld. Wow, das lohnt sich ja richtig hier gerade. Okay, eigentlich dachte ich, ich verarsche die Scheißhäufchen, weil die mir so gut wie nie was geben, aber wow. So, jetzt gehen wir weiter. Bekommen wir hier noch Münzen gedroppt? Nein. Gut, weiter geht's und jetzt müssen wir hoffen, dass wir wieder Trinkets im Shop finden. Das ist halt so, ne? Das ist halt das Problem. Ah, was nehme ich hier mit? Ich glaube, ich nehme das hier mit, damit wir ein bisschen schneller sind im Ausweichen. Ist schon ein bisschen wichtig. Und hier haben wir wieder Trinkets. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und wir haben sogar Geld. Wir können uns gleich eins holen. Oder wir holen uns erstmal einen Schlüssel für den Shop. Ich glaube, das wäre sogar am besten, ja? Gut. Ja, lass rein. Oh, Soymilk? Nee, ich würde den Run schon gerne schaffen, deswegen hole ich mir jetzt mal Continuum. Hoffen wir mal, dass daraus was Witziges wird. Und es macht sogar ein bisschen Range Up, Continuum. Gut zu wissen. Und hier haben wir ein paar Pillen. Und... Are you a wizard? Oh Gott. Gut. Also schon mal kein Health Down oder so ein Scheiß. Das hätte uns jetzt komplett zerstört. Gut. Ich will unbedingt diesen Typen hier sprengen, in der Hoffnung, dass ich dort einen Steam Sale bekomme. Und ich habe irgendwie keine Lust... wobei, warte mal, wir könnten sogar diesen hier mitnehmen, ne? Beziehungsweise ich hätte auch da unten rerollen können. Ich überlege gerade, dass ich diesen Würfel hier mitnehme und dann das Geld rerolle zu Trinkets oder sowas. Nee, komm, let's go. Let's go, my friend, let's go. Ich frage mich, wie selten dieses Lost Poster ist. Ich glaube, das heißt sogar Lost Poster, ne? Das Item. So, auf Wiedersehen. Nichtsdestotrotz brauchen wir aber auch noch Damage-Ups. An die Items müssen wir auch noch denken. Gott, jetzt noch einen Schluck auf. Was ist denn los hier? Meine Stimme, mein Magen. Was ist denn los? Habe ich was Falsches gegessen? Upsi. So, ich bin sehr gespannt, ob mein Trick jetzt, also meine Idee funktioniert. Ob wir jetzt der Lost freischalten in diesem Run. Auch wenn ich den Run nicht schaffe. Weißt du, wenn ich The Lost mir hole und dann sterbe, ist okay, Mann. Dann können wir demnächst The Lost Runs machen. Das wird sehr spaßig. Vor allen Dingen haben wir noch nicht den Holy Mantle, den man ja eigentlich bekommt, wenn du genug Geld in den Automaten schmeißt hier im Greed Mode. Das heißt, die Runs werden noch schwieriger. Aber umso besser. Aber so gut wie fast unmöglich, ehrlich gesagt. Holy shit, mit The Lost die Bosse bekämpfen. Hohoho. Das ist crazy. Upsi. Okay, das ist nicht cool. Ich würde mein Leben, also ich würde nicht gern, nicht sterben, bitte. Ich glaube, ich hole mir gleich sogar ein Herzchen. So, schön Abstand halten. Und auf Distanz ein bisschen vernichten. Aber nur ein bisschen, nicht so viel vernichten, ne? Wir sind doch kein Monster. Kein blutrünstiges Mal. Könntest du jetzt mal auch treffen? Das gibt's doch nicht. Die fliegen voll langsam, Mann. Wir brauchen Shot Speed up. So. Okay, das hätten wir jetzt. Ich glaube, ich kann mir ein Herzchen gönnen, falls es hier überhaupt eins gibt. Ja. So. Und jetzt holen wir uns mal ein paar Trinkets. Leider nicht. Leider nicht. Eins noch. Und noch eins kann ich mir gönnen. Okay, jetzt kann ich mir leider nichts mehr gönnen, weil, wie gesagt, ne? Vor allem die Zecke. Wie soll ich mir jetzt die Zecke holen? Das geht gar nicht, Mann. Scheiße. Was für ein Dreck. Let's go. Machen wir jetzt die Bosse fertig und danach gucken wir uns auch noch den... Oh, oh. Den... Oh, oh. Wow, das ist gefährlich gerade. Extrem gefährlich war das. Dann gucken wir uns noch den Devil Deal an. Tja.
Mit dem D6 kann ich leider keine Trinkets rerollen. Ich überlege gerade, wie man das irgendwie... Ich bräuchte dann einen Automaten, der mir das wegrerollt. Naja, hoffen wir einfach mal, dass die Zecke jetzt auf der nächsten Ebene nicht auftaucht. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Oder wir finden das Item, womit wir... Wow, what the fuck? Okay, Hallöchen. Womit wir zwei Trinkets mitschleppen können. Yo, wo ist der? Wo ist der Typ, Mann? Da ist der Typ. Okay, gut zu wissen. Der hat nicht mehr viel Leben gehabt. Der hat nicht mehr viel Leben gehabt. Komm schon, volle Konzentration auf ihn. Yep, der ist Geschichte. Sehr schön. Seine Tränen fliegen hier noch rum. Ich überlege gerade für das Geld mir auch noch gleich ein paar Sachen zu kaufen. Wie zum Beispiel die Fire Rate erhöhen. Ja, ich glaube, das wäre ziemlich gut. Auf Wiedersehen. Blaue Herzchen wären auch nicht schlecht. Eine Bombe für die Creeper? Für die Keeper? Oh Gott. Oder wir behalten lieber das Geld. Für ein paar bessere Items. So, auf Wiedersehen. Ja, bis jetzt habe ich auf jeden Fall Vorteile gezogen aus dem Fliegen. Das ist schon sehr gut. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, auch wenn ich jetzt etwas weniger Leben habe. Okay, wir haben hier einfach nur zwei Dingels. Ist da unten auch einer? Nein. Und ist gar kein Dingel. Gut. Gut, 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 gut. Dann zerstören wir einfach mal ganz kurz. Upp. Upp. Und Nummer 3. Wow, das dauert echt lange, bis wir die bekämpft haben. Aber der Steam Cell musste sein, Mann. Der musste sein. Stell dir mal vor, ich hätte Sonic mitgenommen. Das wäre witzig. Und bestimmt total spaßig. Ja. Komm schon. Upp. 2. Und der ist Geschichte. Sehr schön. Nein, 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 nein. Bleib da bloß stehen, mein Kleiner. Ganz ruhig. Ich überlege halt, den Pilz mitzunehmen. Er macht zwar Damage Down, aber es wäre außerdem ein zweiter Teil für die Pilztransformation. Die gibt es ja tatsächlich. Die habe ich schon ganz vergessen. Soweit ich weiß, oder? Oder ist es einfach nur ein Gerücht? Oh, das ist ein sexy Item, aber ich kann es nicht mitnehmen, Mann. Gib mir lieber Abaddon. Oh, das ist schön. Das ist schon viel besser. Yep, 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 yep. Ja, und ich spiele mal ganz kurz an ihm. Kann ja sein, dass er was droppt. Gut. Weiter geht's. Liegt da ein bisschen Geld rum? Nein. Liegt hier sonst noch was rum? Gönne ich mir das hier oder nicht? Oder lieber warten, bis wir bessere Items bekommen, ja? Items, die die Fire Rate erhöhen, aber dafür nicht den Damage wegnehmen, ne? Ich will nicht, dass sie mir den Damage wegnehmen. Es ist mein Damage. So. Ja, wie zum Beispiel dieses Item. Abgefahren. Sehr gut. Ich habe daran gedacht, Mann, gerade. Hätte ich das bloß laut gesagt, dann hätte ich jetzt auch gestaunt. Oh, ich hole eine kleine Hexe. Was ist denn da los? Oh, ein bisschen Geld. Und hier haben wir noch mehr Trinkets. Nice, 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 nice. Und sogar ein Automat, mit dem wir rerollen können. Und sogar eine Batterie. Leck mich fett. Okay. Ich hole mir aber den Schlüssel. Und ich hole mir auch den Schlüssel hier. Komm schon. Zwei Bomben. Perfekt. Damit springen wir die auf. Ah, schade. Gut, dann öffnen wir mal das hier. Und hier kriegen wir... Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich nehme diesen hier mit, dann bekommen wir vielleicht ein bisschen... Oder ich hätte rerollen können. Ah, reroll doch, du Idiot! Okay, keiner hat's gesehen, okay? Keiner hat's gesehen. So. Wieso kostet... Ach, das ist gar kein Trinket, das ist ein Item. Ich bin gerade total durcheinander. Was ist denn hier los? Das ist gar kein Trinket. Scheiße, da muss ich ja einmal rerollen. Komm schon. Oh, das sind gute Items. Das ist ein gutes Item hier drüben. Ich nehme das, glaube ich, mal mit. Zack, damit wir ein bisschen Damage dazu bekommen. Und die anderen Stats erhöhen. Und jetzt müssen wir hier eigentlich rerollen. Komm schon. Trinkets, Trinkets, Trinkets. Keine Trinkets, leider. Na gut, dann müssen wir das vielleicht auch das Geld lieber sparen für die nächste Ebene. Oder wir rerollen halt. Das ist halt die Frage. Was ist klüger, Mann? So, auf jeden Fall ist die Fire Rate erhöht, der Damage auch. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, da gibt es ein bisschen Leben dazu. Es wäre cool, wenn wir jetzt irgendwie die Möglichkeit bekommen, Leben zu verlieren und dafür Geld zu bekommen. So einen kleinen Game Break. Ein Game Break wäre jetzt nicht schlecht, Mann. Das ist das, was wir brauchen. Ich überlege schon, die Glitterbombs mitzunehmen, weil mit denen kann man ja auch, wenn du Dr. Fetus findest, auch sexy Sachen machen. Aber dann heißt ja hier, es heißt jetzt wieder wenn, ne? Wenn du Dr. Fetus findest. Das heißt ja nicht, dass du auf jeden Fall Dr. Fetus findest. So. Okay. Autsch. Perfekt. Gehe ich jetzt hier noch was machen? Gehe ich rerollen? Nehme ich irgendetwas mit? Vielleicht die Batterie? Fragen über Fragen. Ist halt ziemlich viel Geld, was ich hier dran verliere.
Ich glaube, ich reroll einmal. Interessant. Und schnapp mir einmal. Ich schnapp mir einmal das hier und einmal das hier. Okay, so, das war's jetzt aber. Das ganze restliche Geld geht jetzt auf Trinkets drauf. Wir werden noch ziemlich viel Geld finden. Aber leider nicht auf dieser Ebene. Wie es aussieht, hoffen wir einfach mal auf der nächsten Ebene das Beste. Wir haben ja noch ein paar vor uns. So ein paar. Nicht viele, aber ein paar. Okay, ist da oben schon tot? Oh, der hat gar nicht mal so viel Leben gehabt. Hallöchen, Mr. Brownie. Schön, dass Sie uns überraschen, Mann. Ich bin fast in dich getreten. Das ist ekelhaft. So. Das Gute ist, dank dem Magic Mushroom brauchen wir gar nicht mehr so viele Damage-Ups, aber... Naja, Ultra Greed wird auf jeden Fall Pain in the Ass. Es geht mir einfach nur darum, dass wir die Ebenen gut schaffen. So. Guck mal, da haben wir wieder ein bisschen Money. Und sogar eine Rune bekommen. Jera, perfekt, wir könnten gleich das Geld duplizieren. Wie abgefahren ist das denn bitte? So, Abstand halten. Ich hoffe, der andere kommt mir jetzt nicht hier in die Quere. Doch, tut er. Auf der nächsten Ebene dürfen wir gleich das Geld nicht mitnehmen. Denk dran, Olli. Denk dran. Präg das ein in dein kleines Gehirnlein. So. Ich nehme dieses plus 1 Damage ab mit und ich reroll einmal. 9 Leben. Jupp, wir gehen auf Nummer sicher. Das ist immer sehr gut, 9 Leben zu haben. So, okay, okay, okay. Und hiervon. Nee, 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 wir gehen weiter. Komm schon. Das wird schon auf der nächsten Ebene, Leute. Da kriegen wir gleich. Wie viele Ebenen haben wir noch vor uns? Wir haben noch 1, 2 Ebenen nur, wo wir... Nee, 3 Ebenen, stimmt. Der Itemraum verschwindet hier auf der vorletzten Ebene nur. Okay, und jetzt denk dran, du kannst auch rerollen. Denk dran, mein Freund, denk dran. Wir haben Trinkets. Perfekt, Leute, perfekt. Aber leider nichts zum rerollen. Also kein Automat, aber ein Schlüssel schon mal gratis. Das ist schön. Und ich glaube, ich hole mir auch das hier. Oh, das ist auch so gut. Aber guck mal, hier die Fire Rate. So cool, ihr wisst mein Fire Rate-Fetisch. Ne? So, das da reroll ich gleich. Keine Frage, das reroll ich. So, und jetzt geht's los. Kein Geld aufheben, kein Geld aufheben. Und schön Jera. Vielleicht bekommen wir gleich nochmal Jera gedroppt. Das ist doch meistens so mit diesem Runenteil. So. Ja, ist das wieder Jera? Das ist Jera, Leute. Das ist echt immer so, dass du immer wieder Jera bekommst. Wenn du Jera nicht ausgibst. Beziehungsweise die Rune bekommst, die du gerade hast. Irgendwie wird die Chance da erhöht. Ich weiß noch nicht ganz, wie das funktioniert. Perfekt. Okay. Wo bist du, mein Freund? Ich habe dich da gesehen. Ich darf leider nicht über das Geld rennen. Oh, wir werden gleich Money haben. Leute, ich rieche schon das Missing Poster. Ich rieche schon das Missing Poster. Au. Egal, wir haben 9 Leben. Wenn wir jetzt lost werden... Oh, warte mal. Ich muss dann... Ach, oh nein. Ich muss ein paar Mal sterben, um dann wieder lost zu werden. Das heißt, die 9 Leben bringen gar nichts, oder was? Ja, das hat wieder funktioniert. So, weiter geht's. Oh, da gab es jetzt eine andere Rune. Vielleicht sieht aus wie eine Potato-Rune. Mit der wir alles rerollen können. So. Ein nach dem... Ab. Ja, zünde ruhig mein schwarzes Herzchen. Es wird euch alle in den Tod reißen. Hier entkommt mir nicht, Mann. Sehr gut. Uiuiui. So. Ach, da kommt ja noch ein Boss. Verdammt nochmal. Genau, ein Reroll müssen wir auch behalten für den Devil Deal. Zeig mal her, was ist das? Ist das die Potato? Nee, das ist Ansus. Immerhin wissen wir, wo der Geheimraum ist. Oh, das ist echt gemein, diesen hier noch zu platzieren. Uff, und jetzt die Maske hier. Das ist natürlich sehr schwer, weil ich dem ganzen Geld ausweichen möchte. Komm schon. Jag mich, du Drecksack. Er ist perfekt. Wenn er Angst hat, dann geht er in die andere Richtung. Ach. Perfekt. So. Ich glaube, ich dupliziere das, weil es bringt jetzt nicht so viel. Ich glaube, wenn wir den Devil Deal gleich machen, dann, droppt es gar keine Münzen. Und jetzt haben wir erstmal genug Münzen. Sehr schön. Scheiße, Mann. Ich habe gar nicht dran gedacht, Mann. 9 Leben. Wie ist das jetzt? Muss ich jetzt ein paar Mal sterben? Ja, ne? Das wird ja nervig. Ach, so beruhigend, dieser Sound. Ach, die Münze da ist wie eine kleine Falle. Oh, wir haben schon 99 Münzen. Scheiße, Mann. Pass doch mal auf, was du tust. Ich glaube... Ja, komm. Komm, wir holen uns erstmal das. Nein, Curved Horn. Oh, ich hätte gerne das andere Item noch. Womit ich 2 Trinkets tragen kann. Vielleicht kriege ich es gleich. Guck mal hier. Lass uns noch Kohle mitnehmen. Lass uns das noch mitnehmen. So.
Curved Horn Cancer, so schöne Items. Komm schon. Komm schon. Nein, wie viele Trinkets gibt's eigentlich überhaupt, ey? Muss ich mir mal merken. Zu viele gibt es. Okay, die Schere. Hauptsache, es kommt gleich keine blöde Zecke. Die Batterie. Wie schießen wir ohne Cancer? Auch ganz schnell eigentlich. Und mit Cancer? Ja, das ist natürlich mega krass. Und Curved Horn sind wir natürlich mega stark. Oh. Fragen über Fragen. Okay, komm schon. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Wo ist das Missing Poster? Kann man das hier überhaupt kaufen? Ich hoffe es. Oh, sogar einiges gratis. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Leg das mal ab. Komm schon, ich habe noch ein bisschen Money. Oh, die Spannung steigt. Oder die steigt nur bei mir. Oh, damit könnte ich auch mal ein bisschen Geld aufheben. Ich meine, auch ein Trinket, womit ich einen kleinen Gamebreak versuchen könnte, wäre auch nicht schlecht. Weißt du, wo ich für Schaden Geld bekomme oder so. Das wäre auch nicht schlecht. Okay. Also, langsam ist nicht mehr witzig. Nimm das hier mit und jetzt auf geht's. Hier liegt noch ein bisschen Money rum. Ja, die droppen kein Money auf jeden Fall. Gut, nehmen wir erstmal Cancer mit. Und jetzt voll rauf auf die Maske. Das ist ja gut, diese 4-Shots sind ziemlich nice, man. Fast so gut wie Piercing-Shots gegen diese Typen hier. Au. So. Und hier ist Krampus. Ich hätte vielleicht Kohle nicht kaufen dürfen. Aber ich habe ein bisschen drauf gehofft, dass wir... Ja, wir bekommen Kohle. Und nochmal Jera. Okay, Hoffnung, ne? So ein bisschen Hoffnung ist es. Ich glaube, ich reroll nicht das hier. Ich reroll... Nee. Okay, ich nehme mich mit. Ich habe gerade überlegt, ob ich im Shop rerolle. Einfach damit ich die Chance bekomme, irgendwie dieses Item zu bekommen, womit wir 2 Trinkets tragen können. Aber ist schon okay. Ein Stein. Oh, das ist ein gutes Trinket. Ich nehme, glaube ich, das mit. Wir verzichten mal auf die anderen Trinkets, sondern diesen Stein hier. Weil dieser Stein sorgt dafür, dass wenn du Steine kaputt machst, dass du Money bekommst. Und wir kaufen uns hier jetzt mal kostenlos etwas. Hier ein bisschen Range up. So. Gut, 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 gut. Eines Tages, Mann, eines Tages kriege ich dich. Oh, hier wollte ich rerollen. Da war ja was. Oh, weißt du, was ich mache? Moment mal, funktioniert das mit diesem Item hier? Probieren wir es mal. Wo ist das? Da ist es. Das hier nehme ich jetzt mit, diese Schere hier. Und wenn ich jetzt mit dem Buch Bomben platziere, sind das dann... Das wäre perfekt. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Okay. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Und da wir sehr sparsam sind... Oh, Kacke, was nehme ich denn jetzt hiervon mit, ey? Nehme ich die Schere mit? Und dann das Buch? Verdammte Axt, Mann. So, hier ist auf jeden Fall noch mehr Money drin. Das hebe ich aber noch nicht auf, das wäre jetzt dumm. Weg damit und weg damit. Oh, nein, ich habe das... Oh, ich bin so ein Idiot. Ich habe den Stein nicht ausgerüstet. Bin ich so dumm oder tue ich so, Mann? Und jetzt habe ich ein anderes Trinket aufgehoben. Ich bin doch... Ein Held, danke für die Bomben. Für die Doppelbomben. Womit habe ich das denn verdient? Okay, das ist krass. So, pass auf. Was nehme ich jetzt mit? Ich glaube, ich nehme den Stein mit. Oh, was wäre besser? Ich glaube, so lassen wir das. Bisschen mehr extra Money ist ganz gut. Okay, ich glaube, das ist am klügsten, oder Leute? Dann brauche ich aber nicht dieses Item hier, sondern kann meinen Würfel wieder mitnehmen. Der sich hier unten befindet. Danke. So, let's go. Gucken wir mal, was sich hier im Geheimraum verbirgt. Vielleicht noch etwas Interessantes. Oh, hi. Ein schwarzes Herzchen. Okay, gut. Wir haben auch noch Jera. Let's go. War das klug oder war das nicht klug? Blankard habe ich dort gesehen, ne? Die hätte ich vielleicht noch mitnehmen können. So, aber ja. Hätte, hätte, hätte. Ja, das nehme ich mit. Macht plus 1 Damage. Mehr Challenge-Gegner, aber das ist kein Problem. Hier haben wir leider keine Trinkets. Aber wir könnten rerollen. Was wir auch ganz sicher machen werden. Ja, das kann ich mitnehmen. Doch, 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 doch. Jeran werde ich eh was ganz anderes. Die springen wir auch einmal ganz kurz. Komm, Double Steam Sale. Komm schon, du willst es auch, Mann. So, und jetzt springen wir den Schissel.
Keine Trinkets, eine Map, One-Up, das ist das letzte Pilz-Item. Aber dafür werde ich jetzt nicht mein Geld ausgeben. Black Candle. Ich glaube, den nehme ich mit, damit wir keine Flüche bekommen. Oh, hier ist die. Hier ist die Blank Card schon wieder. Und das ist Mod Trinket Room. Oh, Mann. Wärst du bloß früher gekommen. Scheiße. Damit wir mehr Batterien bekommen, das ist auch ganz nett. Aber wir finden hier gerade keine Trinkets. Das ist ein bisschen ärgerlich. Immer noch keine Trinkets. Und das war's dann jetzt. Wir könnten aber... Scheiße, ich hätte das Geld vielleicht nicht mitnehmen dürfen. Warte mal. Wenn ich das jetzt hier so mache, pass auf. Zack. Und jetzt dupliziere ich das hier. Dann dupliziere ich auch gleichzeitig die Batterien. Und wenn ich diesen Trick mache mit schnell Spam, dann duplizieren wir ja... Genau. Genau. Ich müsste vielleicht nur die Karten irgendwie wegbefördern. Somit habe ich jetzt wieder ziemlich viel Money. Das Problem ist nur, dass ich keine Trinkets habe. Scheiße. Und das ist der... Ich nehme auf jeden Fall hier so ein paar Items mit. Das hier. So, diesen Schlüssel. Oh, das wäre jetzt perfekt. Hätte ich bloß... Ne, hätte ich bloß. Ja, das nehmen wir mit. Noch eine Spritze. Jetzt können wir es auf jeden Fall hochpushen. Das gibt uns auch ein Trinket. Vielleicht ist es ja das Trinket. Nein, ist es nicht. So, jetzt darf ich aber nicht... So, kommt das hier. Das ist alles Justice. Okay, alles Justice-Karten. Holy shit. Okay, dann ploppen wir mal die Justice-Karten. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie anders an Trinkets kommen kann. Nein, 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 böse. Egal. Tut weh, ist egal. Aber scheint nicht so. Das gibt's doch nicht. Noch eine Trollbombe. Findet ihr witzig, was? Findet ihr sehr witzig. Wir müssen hoffen, dass wir auf der nächsten Ebene genau die gleiche Möglichkeit bekommen. Ich weiß, das ist mit sehr viel Glück verbunden, aber... Es kann ja, ne? Es kann. Muss nicht, aber kann. Ups. So, duplizieren wir mal ein bisschen das Geld und alles Mögliche. Okay, die Justice Card. Ich darf jetzt aber nicht Jera einsetzen, deswegen distanziere ich mich mal ein bisschen von Jera. Ah, ist ein bisschen ärgerlich, das Ganze. So, hier ist das Money. Bloß kein Scheiß mitnehmen jetzt. Wobei, was kann man da schon an Scheiß mitnehmen? So. Und das letzte Pilz-Item, super. Perfekt. Perfekt. Wisst ihr, was wir gleich machen? Wir duplizieren nicht hier, sondern wir gehen gleich raus und duplizieren. Genau, so sieht's aus, Mann. Wir gehen raus und duplizieren. Warum sollte ich hier duplizieren, wie ein Irrer? Und ich darf nicht da aus Versehen reinplumpsen da oben, ne? Da ist ja... Ihr wisst, was da ist. Eine kleine Luke nach unten. Das darf ich nicht vergessen. Schilde Tiers. Sehr interessant, sehr interessant. Aber ich glaube, ich nehme sogar Lokis Horns mit, ganz ehrlich. Ja, Mann. That's funny. Okay, let's go, Leute. Wir haben hier gerade eine Möglichkeit bekommen. Das Geld nicht aufheben. Ich muss halt nur die Batterien duplizieren. Also wäre cool, wenn uns das Batteriebaby hier vielleicht ein paar Batterien droppen könnte. Habe ich das überhaupt mitgenommen? Ich habe das Batteriebaby nicht mitgenommen. Doch, ich... Warte mal, wo... Moment mal, ich habe das Batteriebaby nicht mitgenommen. Wir Jera mal ganz kurz, weil es lädt sich ja eh auf. Ah, hier sind wieder Herzchen gedroppt. Verdammt nochmal. Was haben wir hier? Berkano. Setzen wir ein, damit das auch nicht dupliziert wird. Ich möchte nicht noch mehr Sachen haben, die mich nerven. Okay, Berkano einsetze. Und Jera. Ja, schön das Geld, Jeran. So, ansonsten werde ich mir gleich extra Schaden nehmen, damit ich die roten Herzchen hier wegbekomme, weil die könnten schon echt sehr nerven. Duplizieren. So, weiter geht's, Mann. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Ich übersehe hier bestimmt wieder etwas. Irgendetwas übersehe ich. Etwas Wichtiges. Mir fällt es aber gerade nicht auf. Vielleicht hätte ich noch etwas Besseres machen können. Besseren Gamebreak oder so. So. Okay. Let's go, drücken wir drauf. Natürlich wäre es auch ziemlich krass, wenn wir jetzt Moms Box bekommen. Womit wir Trinkets beschwören können. Und das Ganze mit unendlich Batterien. Perfekt, perfekt, perfekt. Jären wir den Schissel. Au. So, machen wir dich kaputt. Oh, das sind sexy Items. Okay, die nehme ich auf jeden Fall mit. Hallöchen. Gut. So, das Geld nehmen wir erstmal so ein bisschen was mit. Und hier können wir jetzt wieder duplizieren. Nein, nicht Jeran. Nicht die Karte. So, setzen wir einfach mal Justice ein. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Okay.
Okay. Und Geran. So. Wir kaufen uns auf jeden Fall jetzt hier so ein paar... Items, genau. Ich guck gerade, wo die anderen Items sind, die hier verkauft werden. Aber irgendwie sehe ich die gar nicht. Bin ich blind? Das ist nur dieses Item hier und die Karten da hinten. Pill. Ja. Nimm mal mit. Was ist das hier? Oh ja, den Schnuller nehme ich mit. Das nehme ich mit. Jetzt bräuchte ich natürlich auch einen anderen. Also ich brauche das Trinket nicht mehr. Das ist halt das Ding. Ja, ein bisschen AP-Upgrades sind nicht schlecht. Mitnehmen. Wo sind die geilen Damage-Ups? Komm schon. Die Box gibt mir auch ein Trinket. Ist aber leider nicht das richtige Trinket. So. Jetzt heißt es wieder Jera. Und duplizieren. Und ein paar Batterien haben wir auf jeden Fall. Wir können hier so einiges duplizieren. Bloß keinen falschen Knopf hier drücken. Das wäre sehr nicht gut. So, weiter geht's. Ich kann hier leider nicht viel kommentieren, das ist halt die Sache. Also ich konzentriere mich gerade sehr, dass ich hier bloß nichts falsch mache. Epic Fetus. Ich möchte kein Epic Fetus. Wollen wir mal das Geld jetzt sparen und in die nächste Ebene gehen und hoffen, dass wir dort auch dieselbe Möglichkeit bekommen, oder? So, da liegen da noch irgendwo andere Items rum, die ich kaufen kann. Da sind Schlüssel, die ich kaufen kann. Und der Rest ist irgendwie nicht da. Ich verstehe es irgendwie nicht. Wir könnten ein paar Karten kaufen. The World haben wir hier. The Chariot. Was haben wir hier? The World. Temperance. Hanged Man. Temperance. World. Okay, weißt du was? Wo ist meine Jera-Karte? Die habe ich jetzt verloren. Wir gehen mal in die nächste Ebene und hoffen, dass wir dort jetzt die gleiche Möglichkeit bekommen. Hey, Jerry. Jerry? Ach, da ist Jerry. Epic Fetus. Mit Glitterbombs wäre es ganz gut, aber die habe ich jetzt schon leider nicht mitgenommen. So Leute, ich glaube, wir gehen auf die nächste Ebene und versuchen es nochmal, weil unser Ziel ist ja das Trinket, ne? Let's go. Wird schon klappen, oder? Oder nehme ich Epic Fetus mit? Komm, ich nehme Epic Fetus mit, ey. Wenn wir hier schon ganz viel Geld haben. So, vielleicht bekommen wir gleich Sad Bombs. Das wäre auf jeden Fall ziemlich sad. Oder so. Okay. Auf jeden Fall hätten wir jetzt so unendlich Bomben. Okay, Mr. Mega. Keine Ahnung. Ich nehme es einfach mit. Komm schon, wird bestimmt eine lustige Combo. Hier haben wir ein bisschen Geld dazu bekommen. Homing, genau. Ein bisschen Brimstone. Yep. Okay, gut. Geld mitnehmen. Das gerät ein bisschen außer... Bisschen, ne? Außer Ruder. Außer Ruderkraft. Ja, komm, nehmen wir das hier mit. Alles, ja. Und let's go. Oh nein, jetzt habe ich den Magneten. Oh nein, das habe ich nicht bedacht. That's key. Okay, interessant. Oh nein. Homing. Okay. Glass Cannon. Scheiße. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme jetzt... Oh nein, das wird eine große Katastrophe. Wo ist überhaupt meine Blank Card hin, ganz ehrlich? Wo zum Teufel ist die hin? Hä? Warte, bin ich blind? Wo ist meine Blank Card hin? Hat jemand meine Blank Card gesehen? Ist sie hier drin? Nein. Hä? Die Blank Card muss doch hier irgendwo sein. Ist etwa... Leute, bin ich... Ach, da oben! Holy shit, die ist ganz verdeckt worden. So, nimm das hier bitte mit. Sehr gut, und jetzt... Jera und raus hier. Leute, wir machen das auf der nächsten Ebene nochmal. Komm schon, wir müssen einfach Glück haben. Wir könnten noch in den Zaki-Zaki-Raum rein. Hallo? Holy shit, haben wir sehr interessante... Wir haben schon Z-Bombs? Oder was? Anzus. Gut, weiter geht's. Auchi machen wir, ist aber okay. Okay. Moment mal, jetzt haben wir gerade keine Tränen geschossen. Ich bin gerade sehr durcheinander. Und auch sehr überfordert mit der Situation. Ich hoffe, man merkt es nicht. Aber wir haben Blankard und Jera mit. Und jetzt hoffen. Batterie? Keine Batterie. Keine Trinkets. Nichts zum Rerollen. Das war's dann wohl, Leute. Das war's dann wohl. Schade. Sehr schade, dass wir das nicht geschafft haben. Aber wir könnten ja jetzt eigentlich gleich noch, hier ein bisschen was kaufen. Komm schon. Ah, der Geheimraum ist hier. Vielleicht sind ja da Batterien drin.
Nope, nur blaue Herzchen. Okay, es hat leider nicht geklappt, Leute. Aber wir werden es, glaube ich, nochmal versuchen, auf jeden Fall. Wow, das war eine Explosion. Holy shit. Tja. Ich bin ein bisschen traurig gerade, so ein bisschen. Ja, gib mir doch ein bisschen Geld. Dankeschön. Na, Spider muss so sehen, wir wenigstens, wie viel Damage wir machen. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, Mann. Ich hätte vielleicht doch mehr Geld investieren sollen in die Trinkets, oder? Ich hätte mehr Geld in die Trinkets investieren sollen. Ich war aber noch ein bisschen darauf fokussiert, den Run zu schaffen. Chaos haben wir, okay. Nimm mit, die Scheiße. Und da kommt... Okay, wir haben eine Batterie bekommen. Wir haben eine Batterie bekommen. Wir setzen IO Wizard ein und jetzt pass auf. Wir machen uns jetzt ganz viel Schaden. Sehr viel Schaden. Okay. Wir haben eine Batterie bekommen, dank Chaos. Okay, interessant. Natürlich haben wir jetzt keine Trinkets, aber... Aber wir könnten trotzdem noch duplizieren und etwas Interessantes draus machen. Komm schon. Doch, wir haben Trinkets. Klar, ich will Trinkets haben. Hoffnung. Wie gut ist das denn? So, ein bisschen Leben verlieren. Noch mehr. Weg damit. Damit ich die roten Herzchen halt wegbefördern kann. Und ich bekomme die ganze Zeit durch Schaden Geld. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich bekomme es. Und es ist okay, ich akzeptiere es. So. Ah, ich bekomme jetzt trotzdem noch diese blöden Teile. Egal, komm, wir duplizieren jetzt. Ja. Einmal duplizieren und jetzt nochmal. Duplizieren. So, und jetzt muss ich mich hier so Schaden nehmen. Pass auf. Schaden und dann auch noch die roten Herzchen mitnehmen. Ach du Scheiße, ist das ein Gamebreak. Damit ich die roten Herzchen wegbekomme, weißt du? Deswegen mache ich das, Mann. So. Und gleich machen wir auf jeden Fall mit dem... Oh, das ist perfekt, Leute. Das ist perfekt. Wir haben immer noch die Chance, es zu bekommen. Irgendwann müssen wir alle Trinkets durchbekommen. Komm schon. Ach du Scheiße, das ist sehr viel Leben, was wir hier verlieren müssen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier so. Hier so weiter. Und ich renne in jeden Gegner. Versuche es da auf jeden Fall reinzurennen, so ein bisschen. Aber bloß nicht abkratzen. Was ist das hier? Degas. Okay, auf jeden Fall keine Flüche, aber das hatten wir schon vorher nicht. Das ist Berkano. Super. Ja, hier liegt ein bisschen Geld rum. Das dürfte ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Das müsste ich dann irgendwie jerren. Im Notfall. Das heißt also, schön wegrennen davon. Und hier ist noch eine Jera. Okay, das ist schon mal sehr schön. Der hat nicht so ganz funktioniert mit dem... Mit dem Herzchen und so. Okay. Wo ist das... Das Space-Item ist... Oh, Leute. Kann es sein, dass es jetzt weggebuggt ist, weil ich... Oh, nein! Weil ich zu viel dupliziert habe! Es ist nicht deren Ernst, oder? Oh, mein Gott. Alle Items sind weg. Jetzt bekomme ich gerade einen Flashback, weil wenn du zu viel duplizierst, ist kein Platz mehr für die und oder so. Erschießt mich einer. Oh mein Gott. Das tut weh. Die Items sind alle weg. Alle weg, weil ich da zu viel dupliziert habe. Hey, Batterien, scheiß Ding. Hey, Cricket Sad. Ich hätte mir das Buch holen sollen und dann hätte ich mir vielleicht noch Super Meat Boy oder so zusammen craften können, aber ich bin gerade zu enttäuscht. Oh, ich hatte so viel Hoffnung. Habt ihr die Hoffnung in meinen Augen gesehen? Und dann war sie weg. Oh Gott, ich glaube gerade ist auch mein Trommelfell geplatzt oder so. Fühlt sich irgendwie so an. Ich weiß auch nicht wieso. Ich will den Run jetzt beenden, einfach nur. Ich will ihn einfach nur beenden. Oh, beim nächsten Mal, Leute. Beim nächsten Mal kriegen wir es hin, oder? Oh, das gibt's doch nicht. Aber ob wir nochmal so eine schöne Möglichkeit bekommen? Ich weiß es nicht, Mann. Das war ja schon ziemlich cool mit Blankard und alles. Oh, tut das weh. Könnt ihr den jetzt mal ganz kurz umbringen, bitte? Komm schon, bringt ihn um. Trefft ihn auch, bitte. Immerhin können wir gleich ein bisschen Geld spenden. Ein bisschen viel Geld. Und dass ich immer noch so wenig Damage mache, ne? Das ist verrückt, Mann. So...
Nein, du darfst das Geld eigentlich nicht aufheben. Okay, das war auf jeden Fall ein sehr, der Plan ging total in die Hose. Das ist natürlich sehr blöd, dass die Items verschwinden, wenn man da zu viel dupliziert. Was? Wieso sind die weg? Ich check das gerade überhaupt nicht, aber das in diesem Fall hatte ich auch schon einmal. Aber total vergessen. Oh Mann, egal wie viel Damage du hast, es bringt nichts. So. Okay. Ich muss irgendwie erstmal anders Damage machen. So. Durch Schaden bekomme ich auch noch ein bisschen Damage dazu, weil ich den Rage-Effekt habe. Wie ärgerlich, Mann, wie ärgerlich diese Box. Ich hab das schon gedacht, ey, das ist eine perfekte Folge, wie sich das alles dreht und wendet und am Ende schaffen wir es und dann. Am Ende schaffen wir es nicht. Scheiße. Okay, immerhin können wir zunaten. Er nimmt nur eine Münze wahrscheinlich. Okay, Eve, no holds the razor blade. Immerhin, immerhin. Na, wie viel Geld nimmst du? All mein Geld, das wäre ziemlich cool. Dann wäre das wenigstens nicht umsonst. Aber hey, du kannst entscheiden. Puh. Ihr könnt jetzt skippen. Ich werde jetzt erstmal traurig Geld in den Automaten werfen. Noch 261 Münzen, okay. Noch 60 Sekunden ungefähr. Bisschen mehr. Also ein bisschen weniger, meinte ich. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ich glaube, wir sind schneller. Wir sind eine halbe Sekunde schneller als eine ganze Sekunde im echten Leben. Macht das denn okay? Er hat nicht alles genommen. Die Musik passt total. Wir haben es versucht. Der Plan muss noch ein bisschen ausgereift werden. Wir haben hier und dort ein paar Fehler gemacht, aber beim nächsten Mal schaffen wir es, Leute. Beim nächsten Mal schaffen wir es. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Harley.